Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, nach langer Zeit entschließe ich mich auch mal wieder dazu, ein neues Video aufzunehmen. Denn alles, was bis jetzt hochgeladen war, war noch vom letzten Jahr, Ende letzten Jahres. Soweit habe ich im Voraus aufgenommen. Bis Part 47. Der an dem Tag, wo ich das aufnehme, vielleicht noch nicht rauskommt. Nein, definitiv nicht. Aber in der Zwischenzeit habe ich vieles anderes gespielt. Und da ich privat dieses Spiel nochmal durchspielen wollte, habe ich noch nicht gemacht, bin bis zu Terra Flora gekommen, habe ich wieder Bock drauf bekommen. Und mir ist eine Sache aufgefallen. Der Fehler in Prima Paletti mit dem Geheimgebiet, das nie als abgeschlossen zählt aus irgendeinem Grund, wurde behoben. Ich muss mal gucken, wo ich hier stehen geblieben bin. Ist mehrere Monate her. Oh, an einer ungünstigen Stelle, würde ich sagen. Aber bei Prima Paletti hat man... Wie? Nicht gespeichert? Oder? Dann kann ich es dann vielleicht noch zeigen. Stimmt, ich habe ja keinen Grund gehabt zu speichern. Ja. Ja, 100%. Die ich ja auch im Video gemacht habe. Dafür bekommt man die Goldbausuka. Habe ich mir aber auch schon gedacht. Die rüsten wir doch gleich aus. Weil die cool aussieht. Muss aber noch mal gucken, was mein Team so kann. Oh. Ich habe auch noch mal gerade durch meine alten Aufnahmen geguckt. Und ja, ich sehe, ich habe die bis dahin schon aufgewertet. Ich hab alle auf Maximum, ist gut. Jetzt weiß ich nicht, wo ich bei der letzten Aufnahme stehen geblieben bin. Ich könnte reingucken. Aber warum? Komme ich da ran? Ja. Glaub schon. Dass ich da rankomme. Ist da oben nicht Siegfried? So. Ach, ist er ja hier. Ja, hier ist dann die Siegfried-Herausforderung. Habe ich die schon gemacht? Habe ich die schon gemacht oder hat er so keinen Bock? Er hat keinen Bock. So war das hier. Ah, und hier war gleich die Pfütze. Ja. Ich habe hier kleine technische Schwierigkeiten gehabt, weshalb ich jetzt... Also ihr seht keinen Unterschied. Ich muss nur gerade auf einem kleineren Bildschirm spielen. Aber ist kein Problem, ich habe die letzte Zeit auf der Switch im Handheld-Mode gespielt. Bin ich ein bisschen gewohnt, da war der Bildschirm ja noch kleiner. Aber näher dran. Oder was haben wir hier? Eisgegner. Siege 12 Gegner. Mehr neue Spawn. Was waren die nochmal? Weg, Mann. Ach, das waren die Beschwörer. Ja. Schwach gegen Wind. Ist die in der Nähe. Wellenbrecher. Schwach gegen Schock. Schock. Warum ist hier dann der eine mit Eis? Ja gut, probier ich's mit dem Team halt. Schock, den Rest brauche ich nicht wirklich.
Also vielleicht Wasserschutz ist mir eine Idee, aber... Das kriege ich schon hin. Muss nur gucken, wie ich agiere mit Bause. Da darf viele Gegner sind, schick da mal deinen Schleimer hin. Kann er was angreifen? Nö. Kann Bowser sonst behilflich sein? Kann er hier was treffen? Nö. Dann... Schick von... Hier aus... Gibt's den Weg? Ja. Dann schick von hier aus deine Robo-Koopas los. Oder deine Robo-Koopa. Na, beeil dich mal. Beeilt euch. Oh, was habe ich in der Zwischenzeit gemacht? Nicht wirklich was Produktives. Ich habe ein paar Spiele gespielt. Was auch sonst. Unter anderem, ich glaube, sein letztes Mal beide God of War Teile für die PlayStation 4. Und die sind echt gut. Und Wind Waker habe ich durchgespielt. Natürlich das Pokémon, was in der Zwischenzeit mal rauskam. Und Twilight Princess habe ich angefangen, könnte ich eigentlich mal weiterspielen. Steht hier doof. Es kommt keiner an den Gegner ran. Ja. Wie weit können die sich bewegen? Ja, die würden sie treffen. Also, Tarnung. Und geh wenigstens in Deckung zu beenden. Ja, die sind ein Problem. Wobei nicht wirklich. Die helfen mir ja, das Ziel zu erfüllen. Ja, komm du mal näher. Du auch. Kommt alle mal näher ran. Ach, die Bomben. Die Koopas kommen nicht an ihn ran. Ist ein bisschen doof. Gemacht. Oh, die kommen wieder näher, wenn man die angreift. Gut zu wissen. Bowser, kannst du was tun? Nee. So gar nichts? Weil dann fass es. Hab mich gerade gefragt, warum will er da in die Ecke schießen? Hab mich auch gerade gefragt, warum leuchtet der, aber der ist ja von Schleim befallen. Helft der mal weiter nach vorne, dann kann sie ja auch helfen. Teamsprung nach vorne. Ja, sieht gut aus. Dann solltest du aber... Ihr hier noch helfen. Perfekt. Cardio ist blöd. Deren Schwäche war Schock. Dann probiere ich den gleich mal auszuschalten.
Ja, ich kriege die mit schon. Okay, den kleinen könnte ich so oder so ausschalten. Und ist er auch besiegt? Nein, aber warum habt ihr alle Schleimeffekt bekommen? Frage ich mich gerade so. Ja, Zug abgeben, kann ja keiner was machen. Ja, der greift die Deckung an, ist auch gut so. Ja, Halbdeckung ist doof. Aber noch scheinen alle zu verfehlen. Was soll der denn da machen? Gut gemacht. Steht meiner eigentlich noch? Ja. Du. Bowser ums Eck. Ja, der Cooper geht halt mit drauf. Sonst irgendwas, was sinnvoll wäre. Erstmal mit hier rempeln. Kannst du den schon besiegen? Vielleicht. Gut, dann du. Den? Brauchst du mehr Schaden? Nicht zwingend. Ist das für dich eine Möglichkeit, meine zu treffen? Ja. Das? Willst du beide killen? Nicht sicher. Ach, dann mach. Gibt man mehr Schaden. Und sorgt dafür, dass beide eliminiert werden. Ja, der ist ganz sicher raus. Und wenn der jetzt nicht draufgeht. Das hätte mich aber gewundert, du. Lohnt sich das? Ich glaube nicht. Der kann jetzt Bowser. Mich? Die haben ja eine kleine Reichweite. Oh. Der kommt schon ran. Ist ja doof. Und da ist das Portal. Ja, den kannst du gut angreifen. Du schick einfach mal deine Koopas wieder los. Wir können jetzt das Fass da hinten noch mit erwischen. Erwischt nichts. Ey, Moment. Der würde die Explosion benutzen. Ah, aber weil er reinrennt. Nicht zu Bowser. Na gut, es ist ja mindestens vorbei, wenn er wieder dran ist. Das ist ja meiner hier. Du Schaden zufügen. Oder? Ja. Ich krieg. Zack. Zack. Und zack. Geht's nicht wegen Steigung? Ja. Huh?
auch in Gefahrenreichweite? Nee. Also. Schießerei. Lieber vorher tarnen. Damit sie nicht erwischt wird. Ja. Sieht gut aus. Und. Könnte doof sein. Ich aktiviere ihren Effekt. Greif an. Aber das sollte ja. Ach. Es hätte dafür reichen können. Gut, dass der Schleim hatte. Ja, beschwört ruhig, so viel ihr wollt. Ich muss da eh ein paar Gegner erledigen. Na, beeilt euch mal. Die waren noch schwach gegen. Nee, die waren schwach gegen Schock. Und. Die anderen waren schwach gegen Schubser. Gegen Windstoß. Kann Bowser irgendwas Sinnvolles treffen? Nee. Dann stell dich in Deckung und greif den an. Kann man mehrere von den beschwören? Nein. Weil der noch lebt, geht's nicht. Ein Sprung nach vorne. Ich krieg ihn. Eins. Zwei. Drei. Moment. Haben die? Hier steht nichts davon, dass wenn man die angreift, dass man einen Effekt bekommt. Den können wir erstmal ignorieren. Und den. Na, wenn du den nicht sicher ausschaltest. Jo, mach das. Füg den mal schnell. Ja, der Rest bringt nichts mehr. Oh nein, er hat die Bombe getroffen. Warum leuchten die rot? Das könnte da ein Problem sein. Lass sie das mal übernehmen. Viel zu leicht. Bowser, kannst du. Kannst du den erwischen? Die machen einen Schock. Dann schalt den einfach aus. Und. Die kommt nicht ran, könnte aber betäuben. Der ist ja schon angeschlagen. So, helf mal mit. Auch mit dir. Weiß könnte einfach die Fähigkeit einsetzen. Wie viel Schaden würde das machen? Glaube nicht wirklich genug. Aber ich kann den Schaden ja vergrößern.
Und dann mit Schock könnte es reichen. Ich hoffe, es reicht auch. Es hat auch kritisch getroffen. Gut, dass die anderen nicht herkommen. Wie weit kann die sich denn gerade bewegen? Von hier aus müsste sie beide treffen. Genau. Dann sorg mal dafür, dass die da weggehen. Jetzt leuchten die komplett rot. Schwörung immer noch nicht möglich. Gut. Abgeschätzt. Beweg dich doch, wenn du kein Trottel. Idiot. Das würde beide erwischen. Mein nicht. Also. Und reicht das schon? Könnte. Jetzt wird es aber reichen. Und geschafft. Es gab nicht gerade viele EP. Bringt mich nicht mal irgendwo Besonderes hin. Was war hier? Kanone. Bringt mich bitte zum Eintrag rüber. Nö. Warum auch? Warum sollte das auch? Hier rüber. Darüber, das sind grüne Münzen. Bring mich mal dahin. Zu den grünen Münzen. Wenn ich denn dahin komme. Kamek. Oder Magi Koopa. Wenn man richtig sein will. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Nicht mehr heute. Aber das Rätsel könnte noch passen. Nö. Da ist kein halber Weg. Was haben wir hier? Fußspuren für eine Leiter. Da komme ich wieder zu. Da muss ich also runter. Ja, was bringt's mir, den Stein hochzufahren? Komm ich da rüber? Okay. Was möchte ich denn da drüben? Erstmal kann ich das hier wegschieben für den Weg. Dann kann ich den Block hier platzieren.
und wieder runter schicken, dann kann ich schon mal die Blockade wegmachen. Dann komme ich da hoch. Da brauche ich aber noch den anderen Steini. Der hat mich ja die Kanone hingebracht. Warte, da ist eine Leiter. Die wird erstmal runtergelassen. Dann hierhin. Dahin. Und schon habe ich den Stein. Mit dem ich auch da rüber komme und das Rätsel dann geschafft habe. So, Augen weg. Und Ruhe abholen. Aber ganz schön viele von denen. Was kann man noch so machen? Das hier. Tor zur verlassenen Siedlung. Grüne Münze raus. Oh, stimmt. Da wollte ich hin. Hier wollte ich ja eigentlich hin. Eins. Zwei. Wir müssen dafür wohl ein bisschen mehr Zeit müssen, ne? Bestimmt unten. Nein, nicht unten auch. Mann. Wo hätte ich das denn wissen sollen? Muss ich da doch erstmal wieder den Umweg gehen. Oh toll, der hat mich gesehen. Ja, du kannst mich auch entdecken. Aber nicht kämpfen, ja? Hab ich keinen Bock drauf. Eins. Zwei. Und in die Kanone. Ja, da brauchst du aber wirklich viel Zeit. Da waren sie auch großzügig mit. Vier Münzen. Ich würde gerne mal nachgucken, wie viel der Schlüssel gekostet hat. Sonst noch irgendwas Erkundenswertes, was man reinpacken kann. In diese Folge. Oberlehrer, Verheerer. Ah, ich soll 3 Kamex, Tropium Toadette. Das sieht wichtig aus. Hand und Hirn. Nur Kämpfe? Nur Kämpfchens? Dann mache ich zwischen den Folgen die Kamek-Kämpfe. Ist nicht sonderlich spannend. Es sind 3-mal die Kameks. Ne, 2-mal noch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich die restlichen anfangen will. Das ist wird 30, okay, sollte ich noch nicht angehen. Stufe 28. 28. Jo, den Rest kann ich dann schon mal angehen. Bis
zum nächsten Mal. Hoffentlich nicht so lange hin.